Wir sind in 1 MCP, Seite 152, Paragraph 3. Wir sind in Paragraph 3. Und wir haben gesehen, dass wir jedes Gefühl abwägen müssen und die Entwicklung des Charakters beobachten müssen. Und die Entwicklung des Charakters ist nicht die Entwicklung, die sich während der Beziehung entwickelt, sondern dass wir sehen, wie sich der Charakter entwickelt hat bis hierher. Und wenn du wissen willst, wie dein Mann dich als Ehemann behandelt, musst du anschauen, wie er seine Frau, seine Mutter behandelt. Hier haben wir eine Darstellung von der Waage und wir müssen ihn abwägen gemäß Gottes Standard. Aber das ist nicht genug, denn wenn das genug wäre, könnte jeder von uns irgendjemanden heiraten. Wir folgen alle Gottes Standard. Ja, bis auf einige vielleicht, aber in der Regel folgen wir alle Gottes Standard. Also wenn wir gesagt haben, dass Liebesbeziehung ist eine Übung, um nicht ehrlich zu sein. Also wir müssen selber für uns entscheiden, ob wir ehrlich sein wollen oder nicht. Wir haben gesagt, wenn jemand sagt, ich mag dich, aber da gibt es etwas, was ich überhaupt nicht mag, und wenn du das nicht änderst, dann werde ich dich nicht heiraten. Und die meisten Leute sind nicht dazu bereit, das zu tun, das zu sagen. Und vor der Heirat, aber wir möchten das nach der Heirat machen. Und das geht nicht. Und das ist töricht, wenn man das so handhaben möchte. Und das ist eine ähnliche Art. Also entweder erzähle ich dir, da ist jetzt etwas, was ich gar nicht mag, und ich kann dich vorher nicht heiraten. Das kann man dann umkehren. Und du sagst, oder der andere sagt es zu mir, deine Vergangenheit. Das Einzige, was ich darüber sagen möchte, ist, das würde sein, warum möchtest du da jemandem erzählen? Außer es verändert etwas in der Beziehung, wenn man das erzählt. So musst du das für dich selber herausfinden, ob man das möchte, ob das eine Relevanz hat für eure neue Beziehung. Es gibt keinen Grund, alles zu erzählen, wenn es nicht zu etwas im Nutze ist. Wir haben das angeschaut und dann deine eigenen Standards. Wir haben das Gefühl angeschaut und dann den Charakter, und dann musst du anschauen, ob du das magst.
Wenn er das nicht erfüllt, dann hat er nicht das Ganze verdient, was du investieren möchtest in die Beziehung. In der Wirklichkeit, jeder Mann macht das, geht nach diesem Prinzip, aber es macht nicht jeder das öffentlich, sondern eher im Unterbewussten. Ich folge allem. Ich folge jedem Grundsatz. Warum kannst du mich nicht heiraten? Warum geht das nicht? Und dann sagt der andere, ja, das stimmt zwar, aber es ist eigentlich dieser Standard, der wichtig ist. Man sollte wirklich sehr ehrlich sein und das erwähnen können, anstatt das im Dunkeln zu halten und nicht sagen, was die eigenen Standards sind. Weil es ist sehr wichtig, aber die Leute tun das nicht einfach offen aussprechen, sondern mehr im Geheimen dann für sich behalten. Die Frauen reden miteinander und sie sagen, ja, was denkst du über diesen Jungen? Und der andere sagt, ja, der ist zu groß für dich. Er ist zu klein für dich. Er hat zu wenig von dem oder zu viel von dem. Und die Jungen machen dasselbe. Und die vergleichen Mädchen miteinander. Ja gut, das sind alles Gottes Mädchen. Und was macht ein Mädchen dann mehr attraktiv als das andere? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das jeder macht. Und es ist richtig, wenn man ehrlich miteinander ist und das diskutiert. Also jeder hat diesen Part, dass man über die Bestimmung redet, was für ein Ziel das man hat, über Gesundheit. Das ist mein Grundsatz. Und der Weg ist zum Beispiel Rohkost. So muss ich einen Partner finden, der auch übereinstimmt damit. Ich gebe ein Beispiel. Kulturelle Verschiedenheiten. Macht das einen Unterschied? Yeah, you're saying now. Oui, maintenant tu dis maintenant. What about cultural differences? Was ist mit kulturellen Unterschieden? Make us all one. Kann Christus uns alle eins machen? No. Nein. Eine Kultur akzeptiert vielleicht eine bestimmte Sache und die andere vielleicht ein bisschen weniger. Und da gibt es eine Kultur, die du gar nicht akzeptieren könntest. Gibt es das? Für jemanden wird es vielleicht ein No-Go sein, aber vielleicht für dich nicht. Donc
que la culture, les différences culturelles, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais ça peut avoir un impact sur la vision des deux. Now look, let's go back to our rule. She's got one culture. Sie ist von einer Kultur und jemand ist von einer anderen Kultur und die passen nicht miteinander, dann wäre es ein Nein. Für einige Leute macht das vielleicht, macht es gar keinen Unterschied. Also Schwester Chemin meint, es ist die Hautfarbe, aber das ist es nicht. Das hat nichts mit Kultur zu tun. Zum Beispiel eine Kultur, in der Frauen viel mehr unterdrückt werden als in anderen. Ja, dass der Mann einfach über die Frau herrscht. In den USA ist es vielleicht ein bisschen ausgeglichen und in Europa ist es auch ausgeglichen. Und deshalb können Europäer und Amerikaner vielleicht eher heiraten. Ist es das, was du meinst? Denkst du nicht, dass die Farbe einen Unterschied macht? Was meint Kultur? Was bedeutet Kultur für dich? Verschiedene Art zu leben. Jetzt gehen wir nach der Hautfarbe. Ist Afrikan-Amerikan der rechte Ausdruck? Schwarze Menschen in Amerika, wie werden die genannt? Ein Afroamerikaner? Sind die kulturell näher zu dir als ein Russe, der weiß ist und in Russland lebt? Ja. American girl this is okay, very so difficult a white maybe. Eine weiße Person, die in Äthiopien geboren ist. Yes and no.
das hat ja dann nichts mit der Hauptfarbe zu tun, weil es kommt darauf an, wo du geboren bist und wo du aufgewachsen bist. Also Gewohnheiten und Tradition, das macht den Unterschied. Für einige von uns ist das wichtig, aber wahrscheinlich auch für jeden von uns. Aber gewisse Kulturen sind sehr ähnlich und gewisse sind weiter auseinander. Also du kannst jemanden heiraten, der ähnlich ist deiner Kultur, wie zum Beispiel ein Deutscher und ein Neuseeländer. Einige Leute sagen, die sind ganz verschieden, aber andere sagen, die sind sehr ähnlich. Das kann ein Kriterium sein. Schwester Semen hat gesagt, die Hautfarbe, ist das gültig? Kann man das sagen? Siehst du, dass das ein Thema ist? Vorlieben. Lebensstandard. Du meinst den sozialen Status? Du redest über Mittelklasse, Arbeiterklasse, Bildung. Der Hintergrund, ist das wichtig? Kann das sein? Wenn du eine schlechte Vergangenheit hast, dann wird das vielleicht zum Thema, auch wenn du Christ geworden bist. Weil wenn du eine gute Vergangenheit hast, dann ja, dann bist du glücklich. Je mehr ich darüber nachdenke, denke ich, dass der Hintergrund sehr wichtig ist. Warum? Weil es kann sein, dass die Vergangenheit einen wieder einholt. Und wie soll das gehen?
person find me in a good situation. She given me my past dimension card. So if I want to carry on with this person and I want to be honest with her, with this person, I have to connected to this. In Zusammenhang damit kommt es immer wieder vor, dass es Missbrauch gibt im Hintergrund. Wenn ich euch treffe, seht ihr alle okay aus, weil ihr seid alle für euch bedacht, dass ihr nach außen gut aussieht und euer Leben sieht ganz in Ordnung aus. Und weil ich euch nicht gut kenne und jedermann, der beschützt sich, weiß ich nicht, was da noch in euch ist. Es kann sein, dass du eine gebrochene Person bist, auch wenn du ein Christ bist. Das kann sein, dass man noch nicht aufgeräumt hat, dass noch vieles offen ist. Für beide ist es deshalb besser, das zu diskutieren, darüber zu reden. Dann kann es sein, dass es eine echt schlechte Ehe sein wird, weil es gibt da einige Frauen, die nicht wissen, wie man damit umgeht, mit Männern, die emotionale Probleme haben. Vielleicht sind sie schwach, vielleicht sind sie unsicher. Vielleicht sind sie stur, und das ist die Eigenschaft, um ihre Schwäche zu verdecken. Und das, was du am Anfang siehst, ist ein toller Mann, aber es kann innen ein Chaos herrschen. Und es kann sein, dass du mit dem gar nicht umgehen kannst. Wenn er nicht über seine Vergangenheit reden möchte und du das nicht entdeckst. Und der Grund, warum das so schwierig wird, wir erinnern uns, es heißt, jedes Gefühl, wir sehen nur eine Dimension. Und was passiert, ist, wenn du dann dich verliebst, dann fühlst du dich zu der hingezogen, und was du denkst, ist, was du siehst, das bekommst du. Und das, was du siehst, ist so gut. Und öfters tun wir uns selbst täuschen und denken, wir sind stärker, als wir denken. Wir denken so, ich kann damit umgehen. Und unsere Liebe wird uns da durchtragen. Und es wird alles gut werden. Und keiner geht so durchs Leben. Du betrachtest nicht ein Haus zu kaufen mit diesen Kriterien. Ellen White sagt, sensible Menschen in jedem Bereich des Lebens, sie werden töricht, wenn sie zu diesem Punkt kommen. Und all ihr seht für mich sehr sensibel aus. Ihr seht weise aus. Ihr habt gute Jobs, gute Ausbildung.
Aber in diesem Bereich, die meisten laufen dann falsch. Die meisten von uns. Einige haben schon gröbere Fehler gemacht und sie leben jetzt mit den Konsequenzen. Vielleicht waren wir in einer schlechten Ehe. Vielleicht ist unsere Ehe kaputt gegangen und wir leben in Trennung. Es ist echt ein Problem, wenn wir das nicht abchecken, was meine Vorlieben sind und nicht ehrlich sind. Und das ist oft der Grund, warum das es eine Ehe zum Scheitern bringt. Wie viele Menschen, die gehen in die Kirche, in die Gemeinde und sie streiten sich im Auto oder bevor sie das Haus verlassen. Man kann... Das ist, weil dieser Standard nicht übereinstimmt. Nicht Gottes Standard. Das sind Unterschiede. Das gibt Unterschiede, was ich wirklich will. Was ich wollte und was ich dann schlussendlich habe. Und das ist meine Schuld, weil ich das nicht richtig abgewägt habe. Deshalb gehen wir durch diese Punkte und reden darüber. Und wir sollten das sehr ernst nehmen. Wenn ihr schon verheiratet seid und ihr seid in einem Chaos, das sind Strategien, die man dann brauchen kann, um da rauszugehen. Du kannst nicht aus dieser Ehe aussteigen, aber wie du diese Probleme angehst. Aber diese Passage redet darüber, wie du in eine Beziehung oder in eine Ehe reingehst, bevor du in eine Ehe gehst. Und dieser Hintergrund, dass man früher misshandelt wurde, das ist ein sehr ernstzunehmender Punkt. Weil einige von uns können gar nicht damit umgehen, mit dieser Last. Einige können gar nicht damit umgehen, mit dem Schaden, der dieser Person angetan wurde, die wir lieben. Und es bringt niemandem etwas, wenn wir bekennen, dass wir das handeln können, wenn es gar nicht möglich ist. Einige mögen Gefühle zu zeigen. Sie sind kommunikativ und andere weniger. Und du musst wissen, was du magst und was du an der anderen Person magst, ob du das magst. Faulheit. Was für eine Arbeit sie haben. Some people are drivers, they really work hard.
Einige Leute, die sind Chauffeure, Fahrer und sie arbeiten sehr hart und andere sind eher, ja, sie nehmen es gelassen. Sie gehen das Leben mit einer Leichtigkeit an. Ich denke, dass es nicht wahr ist, aber dass viele Amerikaner, sie sind eher gelassen, wenn es um kulturelle Punkte geht. Sagen Sie, Nordamerikaner und Südamerikaner sind verschieden. Das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel Wahrheitsgehalt diese Aussage hat. Ich arbeite mit beiden Arten von Leuten, aber die kann man nicht so kategorisieren. Ich arbeitete 3 Jahre in Amerika. Es war unglaublich, wie Leute faul sein können. Weil Amerikaner arbeiten sehr hart und deshalb kann man nicht sagen, diese Region ist faul, diese andere nicht. Man kann nicht sagen, ja, alle Engländer sind so. Es gibt viel so allgemeine Aussagen, aber die Individuen, die sind anders, die sind eigen für sich. Wenn du über Arbeit redest, ist das die Tätigkeit, die tägliche. Und Schwester Brittany meint, ja, ob er sorgfältig arbeitet oder hart arbeitet. Und deshalb habe ich hier faul hingeschrieben. Wenn sie putzen, machen sie das gut oder nicht? Ja, niemand will ja jemanden heiraten, der das nicht sauber macht. Wenn ich hier Arbeit schreibe, ja, was für eine Art Arbeit er tut. Ist das kompatibel mit dem, was du willst? Einige Leute, die arbeiten lange. Einige Leute, die können einen Job nicht halten. Einige wollen, dass ihre Frau arbeitet, andere wollen das nicht. Das ist wirklich ein großes Thema. Vor allem in dieser Bewegung auch. Wer arbeitet, wer nicht. Weil in der Welt, das ist so gedacht, dass jeder arbeitet. Und Ellen White schreibt, die Frauen müssen Sorge zu sich tragen können. Die Frauen werden vielleicht nicht sofort heiraten und sie müssen lernen, für sich selber zu sorgen. So, all diese Punkte sind vielleicht schon zu dem her abgeleitet, zu Gottes Standard, aber meistens betrifft es
eigene Präferenzen, also eigene Vorlieben. Wir dürfen das nicht ignorieren. Diejenigen, die verheiratet sind, haben wir einen Punkt davon ignoriert? Haben wir das anders gemacht? Oder hat jemand das mal anders gemacht? Nicht in dem Sinn, dass man jetzt etwas bedauert, aber dass man das einfach so mitteilen kann und vielleicht auch ja, aufbauen kann, jemanden. Also zu meiner Zeit hat man niemanden geheiratet von einer anderen Kultur. Man hat auch niemanden oder geguckt, dass er einen Job hat. Und wenn jemand keinen Job hatte, den hat man nicht geheiratet. Diejenigen, die in unserem Alter geheiratet haben, die haben nur eigentlich nur in ihrer Kultur geheiratet. In dieser Bewegung aber, wir sind so wenig, deshalb können wir nicht jemand, ja, ist schwer, jemanden vielleicht zu finden, der in der gleichen Kultur ist. Deshalb muss man ein bisschen weiter gucken als nur in unserer Kultur. Was auch nicht wirklich nur einfach ist. Zum Beispiel, wie soll man diese Person kennenlernen, wenn sie so weit weg sind? Internationales Camp Meeting, da ist es eine Möglichkeit, einander kennenzulernen. Es ist sehr selten, dass du einen Partner findest, der allen Kriterien und Prinzipien entspricht. Also du suchst einen Partner, wie gehst du vor? Wichtigkeit. Das ist das, was du wirklich willst, und das andere ist ja schön zu haben. Also ob du jetzt darüber nachdenkst, einen Partner zu haben oder nicht, oder ja, wollen oder nicht, ist da jemand einer perfekt für dich? Ich sage nicht, dass du jetzt heiraten möchtest. Also wenn jetzt du heiraten wolltest, gibt es da einen Mr. Richtig?
Sie hat gesagt, nein, da ist keine Person, die passt. Wenn ich den Garten Eden anschaue, ja, dann würde ich sagen ja. Und wenn nicht, wir müssen die Bibel konsultieren. Gibt es da einen Mr. Richtig? Ja. So, dein Job in deinem Leben ist diesen Mr. Richtig zu finden. Deine Position ist sein. All diese Punkte, da könnten fünf Männer sein. Dass du sagen könntest, du könntest mit jedem von diesen fünf eine gute und erfolgreiche Beziehung haben. Und Schwester Madison sagt, nein, es kann nur einer sein. Die anderen vier würden jetzt nicht gehen. Also da wäre nur einer. Ist es das, was ich so herausgehört habe von euren Meinungen? Also wenn du diese Liste von Vorlieben hast, ist es ziemlich kompromisslos. Würde ich das nicht sagen? Ich gebe ein Beispiel. Ein Mädchen möchte einen hübschen Mann heiraten. Einer, der dunkel, hübsch und groß ist. So, deine Vorstellung von groß ist so und so viel, 1,80. Und du siehst ein anderer Mann, der ist 1,70, ist 10 cm weniger. So, euer Unterschied wird nicht so groß sein. Könntest du dann sagen, ja, okay, gut, dann ich nehme ihn trotzdem. Ja, wenn alle anderen Punkte stimmen. Dann ist es nicht der Mister richtig. Du bist vielleicht ein bisschen flexibler. Der Grund, warum ich diesen Punkt aufbringe, also der Geist der Weissagung lehrt uns, es
Es gibt ein Sprichwort, dass das Leben ist, wie du es, was du daraus machst. So, was das heißt, ist, auch wenn du Mr. Richtig heiratest, kannst du eine schlechte Ehe haben. Weil du dann herausfindest, dass dieser Mr. Richtig nicht so richtig war, wie du dir gedacht hast. Und sehr oft, auch wenn du durch all diese Punkte gegangen bist, ist die Ehe ein Geben und Nehmen. Ich sage Geben und Nehmen, nicht Kompromiss unbedingt. Du gibst und es wird dir gegeben. Und wenn du damit leben kannst, und dann wird die Ehe glücklich sein. Eine Ehe bricht auseinander, wenn du beginnst, nur zu ziehen. Also nur. Wir gehen reflektieren, was wir geredet haben. Und wir schließen mit einem Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir fragen dich um Segen und führe und leite du uns. Das sind so viele Dinge, dass wir falsch machen können, was wir später nicht mehr korrigieren können. Und diejenigen, die noch nicht verheiratet sind, mögen wir sicher gehen, dass wir keine Fehler machen in dieser Hinsicht. Wenn wir in eine erfolgreiche Partnerschaft hineingehen wollen, auch wenn es nicht jetzt ist, bitte hilf uns, dass wir diese Dinge betrachten und ernst nehmen. Und wie wir vorhin gesagt haben, und für diejenigen, die schon verheiratet sind, mögen wir uns daran erinnern, warum wir diese Person geheiratet haben. All diese guten Dinge, die wir darin gesehen haben. Helf uns und wir beten in Jesu Namen, dass wir diese Dinge in die Praxis umsetzen. Amen.